Hallo, seid ihr alle da? Schönen Abend. Funktioniert das wunderbar? Ich hoffe doch. So, wir sollten jetzt wunderbar live sein und alles sollte wunderbar flüssig und flockig funktionieren. So, und geht's euch gut? Alles fit? So. So, der Livestream sollte super schön drauf sein. Habt ihr Probleme? Gibt es Ruckeln? Gibt es irgendetwas, was nicht wirklich funktioniert? Lasst es mich wissen. Wie ihr seht, ich habe hier ein bisschen neues Overlay gebaut. Leider seht ihr das natürlich nicht in 2160p, sondern nur in 1440p. Ich kann nicht sagen, warum das YouTube macht. Ist aber nun mal so. Im Hintergrund solltet ihr wunderschön Musik hören. Danke fürs Intro, das habe ich in den letzten 2 Tagen gebaut. Deswegen verzögern sich gerade ein bisschen so die Videos. Wie ihr seht, hier ist auch noch einiges, also hier unten neben der 3, das sollte nicht sein. Da gehe ich jetzt auch gerade noch mal ganz schnell ran. Das ist hier, wie ihr es euch denken könnt, alles selbst gebaut, alles selbst zusammengeschustert. Zuschauer Twitch ist es. Und da muss ich jetzt noch ein Film. Da, jetzt ist es weg. So. Jemand kann dir nicht sagen, ob es an dir liegt. Es hängt. Was heißt es hängt? Haben wir Mini-Ruckler oder ist es nicht flüssig? Haben wir Pufferprobleme? Sollte ich vielleicht die YouTube-Latenz ein bisschen höher schrauben? Das müsst ihr mir sagen. Weil das kann ich ja, glaube ich, in den Stream-Einstellungen machen. Dass das endlich ein für alle Mal richtig funktioniert. Ich hoffe auch, und ich kann natürlich nicht dazu sagen, wie gut und flüssig Twitch gerade läuft. Danke, meiner Sünde. Danke, 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 danke. So, ich kann mal gucken, was der Stream-Zustand sagt. Der sagt eigentlich, alles ist sehr gut. Dann wird es an meinem Rechner liegen, denke ich. Im Moment gehe ich nämlich raus mit 20.000 Kilobits. So, der Chat ist schon aktiv. Das gefällt mir. Buffer Health ist 0 teilweise. Okay, das ist interessant. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch flüssig, weil eigentlich sollte es komplett flüssig sein. Sagt mir in 2-3 Minuten nochmal Bescheid, wenn das nicht der Fall ist. So, dann erkläre ich euch mal in diesem tollen, wie gesagt, Quarantäne-Stream, schön ausgedrückt, erkläre ich euch mal, was hier gemacht wird und was dieser Stream so bietet. Ich habe Werbeunterbrechungen zwischendrin und ich habe ein ganzes Befehlssystem integriert. Das heißt, wenn ihr Spaß haben wollt, schaut ihr mal in die Videobeschreibung unten rein. Und in der Videobeschreibung gibt es einen kleinen Tab, also nicht nur der Spenden-Tab. Den aktiviere ich jetzt mal mit Befehl Spenden. Der sollte auch gut kommen. Tada! Ja, wir haben einen Bottissimo und dieser Bottissimo kann noch mehr. In der Command-Line seht ihr, was ihr da findet. Da gibt es ein Heist und da gibt es auch Wetten. Und die Wetten könnt ihr setzen auf den Poll. Und in den Werbepausen und Unterbrechungen lasse ich immer eine Umfrage laufen. Da könnt ihr teilnehmen und könnt euch aussuchen, was ihr voten wollt. Und ihr könnt dann natürlich euch eure verdienten, ich habe zugesehen, Punkte, könnt ihr einsetzen, um da zu wetten und noch mehr, ich habe zugesehen, Punkte zu machen, weil dann kann ich auf das Giveaway zugreifen. Und ich habe mir gedacht, ich könnte euch doch einfach mal wieder, tada, etwas präsentieren, ein Gewinnspiel, und diesmal könnt ihr teilnehmen und natürlich eure Gewinnchancen selbst erhöhen. Ich verlose meinen alten 2600K mit Mainboard und 32 GB RAM und den könnt ihr gewinnen. Ja, ihr könnt auch einen Heist auf unseren Stream starten, wenn ihr wollt. Das funktioniert auch, aber dafür braucht ihr eine Mindestanzahl an Punkten. Verwende einen Küchen für 4 Sekunden oder weniger, da Küchen sind oft genug gesendet werden. Nicht oft genug. Es kommt zu Zwischenspeicherungen. Die aktuelle Keyframe-Frequenz 9,7 Sekunden. Fehler bei der Datenaufnahme. Können falsche Bild, bla bla bla. Okay, ich muss mehr Keyframe setzen. Okay, ihr seht, ihr habt noch nicht genug Stunden zugesehen. Ihr braucht 4 Stunden Watchtime, um den Heist zu starten. Das habe ich extra so gemacht, weil es ab jetzt läuft. What? Ja, Bottissimo darf auf meine Google-Taten zugreifen. Hä? Okay. So. Und ihr könnt dann natürlich schauen,
Kannst du mir YouTube auf dem Handy autorisieren? Ja, ich kann es dir autorisieren, wenn du mir nochmal eine Anfrage stellst, mein Freund. Musst du mir aber ein Foto schicken. Ich hoffe, ich drücke die richtige Zahl. So. Mach mal Keyframes auf 2 Sekunden oder so. Jo, das sollte ich machen. Aber ich möchte den Stream gerade nicht mehr unterbrechen. Das könnte ich in der Pause machen. Wo war ich? Wo war ich? Genau. Ihr könnt heiß starten und ihr könnt voten. Und ihr könnt an diesen Umfragen teilnehmen und an diesen schönen Spielereien. Der Stream ist offline, sagt er mir gerade. Tada! Wir sind wieder da. Willkommen im Chat. So, und jetzt sollte es auch nicht mehr ruckeln. Und wenn wir Glück haben, sollte das Ganze jetzt auch funktionieren mit 4K. Kann ich nicht versprechen, wäre aber gut. Müsst ihr mir sagen. Gut. So. Ich schaue, dass ich es jetzt auf diesem Ende auch noch zum Laufen kriege. Wir sind nämlich live und ich hoffe, das funktioniert auch anders, so wie ich das wünsche. Komm schon, Bro. Sieht gut aus, sieht gut aus. Streamqualität sieht auch gut aus, wir haben keine Beschwerden. Sehr gut. Und die Zuschauer kommen auch wieder, das ist gut. Wie ihr seht, ich habe ein bisschen an diesem Animationslayout gearbeitet. Man sieht nicht nur die neuesten Follower und welche Musik gerade im Hintergrund läuft. Nein, man sieht auch hier so die neuesten Abonnenten. Und ich habe hier auch so kleine Zwischenanimationen gemacht. Und wir haben auch Themen. Ja, das ist gut, das funktioniert auch. Und das Layout habe ich im Ganzen auch noch ein bisschen angepasst. Das ist vielleicht noch nicht komplett optimal. So. Aber sieht doch schon um einiges besser aus als vorher. Und wie ihr seht, ich habe hier unten auch schon mal Unraid offen, weil darum soll es heute auch ein Teil gehen. Und zwar geht es heute auch darum, dass wir in Unraid, hier unten in der Ecke, ja, dass wir da Game-Server erstellen. Und ich zeige euch, wie das funktioniert und ob das Spaß macht und warum man das machen kann und warum man es machen sollte. Und der YouTube-Chat ist nicht auf Twitch zu sehen. Okay, das kriege ich hin. Sekunde. Das ist danke für den Hinweis. Durch den Absturz spinnt das manchmal. Jetzt ist er aber wieder da. Bin ich ziemlich sicher. So. Bam, bam, bam. Manchmal muss man einfach ein bisschen hantieren. So. Jetzt müsste der YouTube-Chat wieder auf Tisch zu sehen sein und umgekehrt. Manchmal haben die ganzen Sachen ein bisschen Delay, vor allem wenn alles ein bisschen abstürzt, was es eigentlich überhaupt nicht sollte. Aber da kann man wenig machen. Was mich aber dazu was anderem führt, und zwar die Stream-Probleme, die wir das letzte Mal hatten, liegt daran, dass Twitch nur 6000 Kilobits akzeptiert, also 6 im Bit. Ich gehe hier aber raus mit 20.000 für 4K. Das klappt nicht so ganz und das können auch Restream-Dinger nicht. Deswegen habe ich diesen ganzen Stream hier genommen und transportiere den auf eine VM, auf meine Windows 10 VM. Das kann ich euch sogar unter Umständen zeigen. Da. Hallo, hallo. Ja, das Tablet ist auch abgestürzt vorhin. Yes, ich starte das Tablet auch mal neu. So, jetzt. Zack. Okay, jetzt haben wir Bild im Bild im Bild. Ist ein bisschen krass vielleicht. Aber das hier ist meine Windows 10 VM. Und die macht quasi ein Relay für Twitch. Dass das Ganze in der richtigen Qualität auch auf Twitch ankommt. So, und jetzt schauen wir auch mal ganz rüber kurz. Und das, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ich starte nämlich im Hintergrund schon mal die Twitch hängt weniger, das ist möglich. Kann ich aber leider nichts zu sagen, weil ich kann ja nur testen, wie es bei mir aussieht. Stream puffert immer noch als das Bild. Okay. Twitch hat ein geringeres Delay. Das ist möglich. Ich gehe aber gleich heraus. Das heißt, es kommt, wenn, dann einfach auf YouTube da, ja? Was YouTube zum Beispiel aus meinem Signal macht. Im Moment ist ja die Bandbreite immer ein bisschen begrenzt. Ich schalte jetzt mal rüber zum Dennis, weil der müsste auch da sein und sag mal hi, weil der kommt später auch mal in den Stream mit rein und den solltet ihr eigentlich auch jetzt toll hören. Hey Dennis, hörst du mich? Hallo, ja, ich höre dich. Wunderschön, das funktioniert doch schon mal. Ey, das soll sein. Ja, das ist doch super. Ja, gut. Wie ist das Delay bei dir? Kommt es gut an oder ist der Ton verzögert? Ist in Ordnung. Kleine Verzögerung ist drin, ja. Aber scheint anscheinend zu gehen. Das heißt, wenn also auch dieses Skype-Bild hier, wie ihr seht, funktioniert und wenn ich das sogar so switchen kann, dann sollte das Ganze eigentlich in Echtzeit funktionieren. Das liegt wirklich an YouTube.
finde ich natürlich ein bisschen scheiße. Lange hat man Dennis auch schon nicht mehr gesehen, der hat auch ein paar Lebenswandel und so weiter hinter sich. Wir haben eine Telekom-Leitung, 250 Mbit, und zwar im Downstream und 50 Mbit im Upstream. Das heißt, das kann nicht an meiner Leitung liegen. Das ist das Nächste. Das sind halt gerade diese Zeiten, dass so viele Leute zu Hause sind. Das ist merkwürdig, dass das dann so geht. Witzigerweise, wenn das dann im Ende runterladbar ist, später, dann könnt ihr euch das flüssig angucken, warum keinen blassen Dunst. So, gehen wir mal rüber. Zum Dennis schalten wir später. Wir haben heute eigentlich ein krass knappes Programm, weil ich wollte gar nicht so lange machen. Deswegen gehe ich mal wieder so hier drauf. Hier, das bin ich im Voll. Und dann sind wir hier. Wunderschön. So, wie ihr seht, hier unten Themenrunde. Wir haben Tech Talk, Q&A und Gewinnspiel. Zum Tech Talk fangen wir mal an. Und ich steige gerade voll ein. Und zwar in das eigentliche Thema, was ich behandeln wollte. Hier, jo, ja. Ah, so. Kann sein, dass YouTube Vitons coden muss. Ja, ich bekomme die überhaupt. Strom geben, ich kann dir das mal kurz zeigen. Ich bekomme das Ganze voll. Das liegt an YouTube. Leider. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen zum Speedtest. Ich zeige es euch nochmal. Das ist wirklich eine Sache. Ich kann euch nicht verraten, warum das so ist. Aber es spinnt auf jeden Fall. Weil bei uns ist der Speed da. Auch der Upload ist da. Aber darum soll es nicht gehen. Ich zeige es nochmal und blende es mal mit ein. Es geht heute um, wie installiere ich einen Game-Server auf Unraid? Weil das viele Leute natürlich gefragt haben, hey, Unraid hin oder her, mich interessiert es. Ich weiß nicht, ob es für mich relevant ist. Warum sollte ich es mir holen? Ja, jetzt schwankt die Bandbreite, weil wir rausstreamen. Aber das sind die, die übrig sind, die Mbits nach dem rausstreamen. Es sind noch 30 übrig, also das kann es nicht sein. So, also was kann ich da noch machen? Und was sehr, sehr cool ist, sind Game-Server. Ihr habt eine Tonne an Game-Server, die ihr euch runterladen könnt. Der ist für CSGO, für, was haben wir noch, was mich sehr interessiert hat, Alien Swarm, Seven Days to Die, Day of Defeat. Wir haben natürlich auch Terraria, Team Fortress und Planetary Annihilation, was schon ziemlich cool ist. Und das sind alles native Game-Server. Ihr könnt natürlich auch einen kompletten Steam LAN-Cache installieren. Aber heute, der einfache halber, wollte ich euch mal zeigen, ja, wollte ich euch mal zeigen, wie ich einen Basic Minecraft Server aufsetzen kann. Und das ist halt auch schon mal sehr, sehr cool. So, ihr habt hier gesehen, Docker Container. Man muss einfach nur die Apps Steam Basic Minecraft Server, man startet das ganze Ding. Coole Nummer. Und dann schauen wir mal weiter. Okay, wir brauchen einen Port. Ich will aber einen anderen Port haben, weil der Gameport, na wobei, 56, ja, der ist eigentlich frei, den könnte ich nehmen. Gut. Das kann ich eigentlich lassen, wie ich es will, aber hier muss ich die Euler auf True setzen, weil man muss natürlich zustimmen. Den Server nenne ich jetzt einfach mal TGF Test Server. Und ich lasse es genauso, wie es ist, weil ich muss nicht wirklich viel ändern und apply das. YouTube ist wieder weg, habe ich gehört. In der Stadt Bandbreite, okay. So, YouTube ist wieder weg. Das klingt aber nicht gut. Und wieder, also bei mir und wieder. Twitch Stream Link ist ganz einfach. Ihr geht auf twitch.com/thegeekfreakstv. Das ist der Link. Da läuft alles anscheinend auch weiterhin flüssig. Warum das Ganze auf YouTube spinnt, ich kann es euch nicht sagen. Gut, machen wir weiter. Das war's. Ich habe jetzt die Docker-Application für Minecraft Basic Server installiert. Seht ihr hier? Läuft. Und ich gucke mal in die Konsole. Okay, funktioniert. Und der läuft jetzt schon im Hintergrund. Ich schaue mal die Logfiles an. Tada! Okay, something went wrong. Dann starte ich doch den Container einfach mal neu, ja? So, Docker-Container startet neu. Gucken wir, was passiert. Schauen wir uns ins Logfile an. Ah, something went wrong into sleep mode.
Wahrscheinlich habe ich den Port schon vergeben. Ich mache das hier mal als Force Stop und editiere das mal schnell. Das dachte ich mir fast, ich habe den Port schon vergeben. Das kann passieren. 25.000. 555 mache ich. Und hier mache ich 5, 6. Das sollte reichen. In dem B, naja, komm, 1 GB ist schon echt begrenzt. Machen wir 4 noch draus. Komm, das reicht. So, extra Parameter brauche ich nicht. Das Ganze lasse ich mal. Privilege, das muss so funktionieren. Noch einmal. So, weil sonst habe ich mir das falsche Beispiel rausgesucht. Habe ich mir das falsche Beispiel rausgesucht? Wahrscheinlich. Danke, Sally, fürs Joinen. Warum streame ich in Real Life? Das ist eine gute Frage. Ich habe keine bessere Kategorie gefunden. Was wäre eine bessere Kategorie gewesen? Ja, kann unendlich belegt werden, weiß ich, aber ich schaue lieber nochmal vorsichtshalber nach. Okay, dieser Minecraft-Server ist anscheinend broken und ich habe damit mein komplettes Beispiel schon wieder komplett vernichtet. Wie immer, es kann ja nicht glatt laufen. Just Chatting, ja, das könnte ich auch machen, aber es geht ja um unterschiedliche Themen. Ist aber ein gutes Argument, das könnte ich beim nächsten Mal ein bisschen ändern. So, was haben wir noch? Gibt es noch was anderes zu Minecraft? Ich schau mal. Ich wollte jetzt unbedingt mit Minecraft hantieren. Ah, ja, okay. Der Basic-Server wollte nicht. Okay, ich könnte auch einfach den Binhack-Server probieren und das probiere ich jetzt auch, nämlich den hier. Und den lasse ich einfach auf Standard-Settings und lade den. Es gibt so viele Container. Ja, damals wäre das der Hit gewesen, so eine Leitung, wie wir hier heutzutage haben. Einfach selbst hosten. Mittlerweile geht es ja bei ziemlich vielen Sachen nicht mehr. Ja, ich hatte nicht mal DSL 786, ich hatte dieses super light. Bäh. Richtig widerlich. So, okay, wir haben einen Bitex-Server. Jetzt schauen wir uns mal in die Logs, ob der läuft. Aha, der funktioniert. Oh, das heißt, wenn ich jetzt hier auf meinen Computer rübergehe, ja, ihr seht, ich habe ziemlich viele Festplatten, aber das will ich gar nicht. Ich will ja da den Launcher holen. Hallo, alter Launcher, mein Freund. Und da gehe ich mal drauf. Und dann schauen wir mal, ob das will. Lol. Das ist übrigens die Abstürzserie, kann zur Zeit öfters mal passieren, weil gerade auf dem Rechner so viele Sachen gleichzeitig laufen. Das geht auf keine Kuhhaut. Ah, okay. Naja, klar, der Server neben ihm. Das ist cool. Jetzt hab's aber die Fragen. Ja, du kannst mit der Ultimate Boot CD oder Heinz Boot CD BIOS Passwort auslesen. Da gibt es sogar eine extra Option. Hey, Rob Swabble P. So, wir sollten nochmal Multiplayer. Ja, ja, ist cool. Ich will aber den Direct Connect haben. Der gibt mir sogar schon eine IP vor. Das ist aber nicht die IP, die ich will eigentlich. Ich will eigentlich dein. Okay, ich habe den falschen Port anscheinend angegeben. Aha. Schauen wir doch mal auf den Port. War ich nicht. Okay. Jo. Da das ein Docker-Container ist, sollte das einfach funktionieren. Ah. Don't judge. Ich komme mit IP-Adressen immer voll durcheinander. Okay. So, ich muss hier rein. Und dahin. Und das in eine 4 ändern. Oh. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Kommandos sind. Es ist so lange her. Aber es funktioniert. Moin, Olle. Also das heißt, ihr seht, ich habe jetzt meinen eigenen Minecraft-Server in quasi einer Instant ausgeführt. Vanilla-Server, zack, 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 alles funktioniert. Und ich bin direkt im Dorf gespawnt, okay, wie oft passiert das? Ich bin hier aber jetzt eigentlich nicht zum Game, deswegen
Aber ist doch schön, dass das klappt. Ich meine, und was sagt denn unser Auslastung? Die sagt 5% trotzdem allem. Ja, ich habe OP nicht gemacht, stimmt. Niemand spielt mehr Minecraft. Es ging jetzt nur ums Beispiel, dass ich einfach einen Minecraft-Server hosten kann aus dem... Ich lass den mal. Also nicht, dass ich jetzt noch... aber ich lass den mal installiert. Das ist schön, dass das funktioniert. Was gibt's noch für Docker Game Applications? Also ich wollte euch damit zeigen, ihr könnt... Ich überlege mir einen Anwalt mit einer festen Öffnung IPv4 auf einen meiner Server in Frankfurt zu hauen. Ist eigentlich eine saugute Idee. Eine Virtualisierung auf dem Server funktioniert eigentlich immer. Das ist, Unraid ist einfach nur überlegen. Was haben wir denn noch? Wir könnten CIS 1.6 Server, Condition Zero, nee. Spielt doch keiner mehr von euch, oder? Unraid kostet in der Basic Edition $59. Aber, ja, Proxmox, wie ich Proxmox hasse. Und wie nutzlos es eigentlich ist. Also wir könnten uns auch hier einen kompletten LAN-Cache einrichten. Das heißt, ihr ladet damit quasi alle Steam-Games, die ihr besitzt, runter und könnt sie dann auf jeden Rechner in eurem Subnetz verteilen. Das heißt, ihr habt eine LAN-Party oder was und dann braucht ihr nicht unbedingt jeden vom Internet runterladen lassen, weil so viel Bandbreite habt ihr nicht. Das könnt ihr alles schön im Netzwerk verteilen. Das ist klasse. So, was haben wir noch? Wow, Wurm Unlimited, The Forest, T-World. Also ihr seht, Quake, da sind so viele offene Server und auch die hier nicht angeht, Neverwinter Nights und auch nicht Rust. Rust wäre... Rust. Steam-Passer goes here. Und Server-Files, CMD, Valid Installation. Ja, oder Valid Blank. Jetzt haben mich alle gesehen und wollen mich alle atmen. Nein. Ich habe mehrere Accounts. Aber ich will jetzt unbedingt mal schauen, ob das mit Rust funktioniert. Ja, du kannst auch Cloud erstellen. Du kannst viel machen. Kannst du mir mal schreiben, Moritz? Das läuft schon. Schau mal das an. Wunderbar. Der holt sich jetzt Steam CMD im Hintergrund und macht das. So, wow, geht es fix. Why not? So. Ja, das wollte ich aber nicht. Ich wollte es aber über meinen Account machen. Der ist doch wichtig. Macht er nicht. Ah, weil da wahrscheinlich Verification sein muss. Ist ja egal. Lassen wir im Hintergrund mal werkeln. Auf jeden Fall, der eingeblendete Restream-Chat hängt. So, dann tue ich den auch mal resetten. Das ist ja kein Thema. So. So, sollte enthangen sein. Wenn das nicht der Fall ist, so. So, der Restream-Chat sollte jetzt wieder funktionieren. Auch der kann sich mal irren. So, gut. Ihr habt gesehen, ihr könnt relativ leicht Game-Server auch hosten und das Ganze könnt ihr auf eurem Main-PC machen, wenn ihr Unraid quasi unter eurer Main-Maschine habt, wie hier zum Beispiel. Ich habe ja das Windows 10 hier, das ich vorhin gezeigt habe, das hier mein Readings macht. Das ist ja die VM-Maschine, die in Unraid läuft. Und so könnt ihr ganz einfach Game-Server selber hosten und
dafür braucht ihr keinen, der irgendwo anders steht, sondern macht das alles mit einem PC. Das ist teilweise echt. Reacte auf Itz neues Video. Wer ist denn Itz? Ich meine, ich bin alt. Ich bin ein älteres Semester und ich komme vom hinteren Berg. Und ich habe keine Ahnung, wer Itz ist. So, habe ein paar Server mit 512 bis 780 RAM zur Verfügung. Überlege, was ich damit machen soll. Kann damit auch zum Zen Data Store anbinden? Wie, ja, kann's. Natürlich kannst du das. Das Ganze funktioniert, wenn du das praktische Plugin installiert hast, Plugin und deine IOMMU Groups, dann kannst du hier alles routen und umstellen und durchschleifen, wie du das dir wünschst. Achso, Linus, was hat denn Linus gemacht? Was hat er denn gemacht? Er hat PewDiePie ein Gaming-PC gebaut. Yo. Klassisch. In Creeper-Design. Okay, ich kann mir schon vorstellen, was drin ist. Oder muss immer die IP dann vorhin sein? Ne, du kannst eine fixe, du kannst ja auch eine dünne DNS erstellen. Das stimmt nicht ganz. Siehst du, ich habe hier eine DuckDNS, mein Freund. Das heißt, mit dieser DuckDNS habe ich immer eine fixe DNS, also at duckdns.net und dann Doppelpunkt Port. Dann kannst du einfach jemandem die dynamische IP geben und die ist für alle gleich. Das ist wie eine feste IP, nur die wird halt dynamisch, immer wenn sich dein Router mit der IP aktualisiert, wird die auch aktualisiert. Und so brauchst du nur die Referenz, also wie zum Beispiel bei dir robotic.duckdns. Und das kannst du dann weitersenden und dann können die darauf zugreifen. Also brauchst du keine fixe IP und das kann jeder seinen eigenen Server hosten. Ziemlich praktisch. Nö, nee, kostet kein Geld. DuckDNS ist gratis. Das kannst du dir sowieso für Unraid einrichten. Wie du gesehen hast, ich habe ja dann Container laufen und die Seite ist gerade sehr gefordert anscheinend. Ja, aber eigentlich ist die gratis. Also DuckDNS hier kannst du dir dann aussuchen, dann ist gratis, kostet nichts, null nada, null Teuronen. So. Was wollte ich noch hinaus? Jetzt habe ich das mal gezeigt mit den Game-Servern. Ich finde das ja so cool, dass der Minecraft-Server funktioniert. Was sagt denn der jetzt eigentlich? Ja. Well. Ich hätte einfach die Login Credentials weglassen sollen. Ich hätte es einfach weglassen sollen. Sonst. So, nein, ich will das nicht. So. Ich hätte es einfach weglassen sollen. Gut. Wo man gratis eine URL-Adresse bekommt. Das ist ja eben DuckDNS. Da kriegst du gratis eine URL-Adresse, die du befeuern kannst. Aber nicht nur DuckDNS, das kannst du auch mit No-IP machen. Ist auch eine Zeit lang gratis, ja, No-IP. Ist eigentlich immer gratis, du musst nur alle 30 Tage sagen, jo, ich will es behalten. Die können auch Subdomäne und noch ganz viel anderes. Also No-IP ist auch ziemlich strong und es gibt es auch als App. Das heißt, ihr könnt euch hier auch No-IP holen und das gibt es hier auch in Unraid, dann könnt ihr euch das installieren und dann habt ihr das auch. Dass der Ping besser wird. Ja, gerne. Es gibt auch einen RTMP-Container. Aber ich weiß nicht, ob der nativ wird, also müsstest du portieren, den Docker-Container. Also, erstmal um deinen Ping runter zu schrauben, würde ich den TCP-Optimizer durchlaufen lassen, hier. Der ist wichtig, ich kann euch auch mal kurz in den Chat das Ding reinkumpeln. Ne, ich nutze nicht Cloudflare als DNS. Auch nicht für GeekFreak.de. So, ich mache das selbst. Und wenn ihr das Ganze noch ein bisschen beschleunigen wollt, solltet ihr hier unten unter der VP4 hier 11111 ist der schnellste und das hier ist Google. Die zwei DNS-Server, wenn ihr eintragt, dann seid ihr schon mal sehr schnell dabei.
Das ist so das Schnellste, was man machen kann. Mehr Tweak gibt es nicht. TCP-Optimizer und das und vielleicht noch den MTU-Wert einstellen, aber den muss man je nach Gefühl ein bisschen anpassen. So. Warum haben wir hier oben eigentlich schon wieder und warum weist mich keine Sau darauf hin, dass hier oben schon wieder dieses blöde Padding nicht funktioniert? Ah, ich padde das mal wieder weg. So. Gut. Sind die Platten... Ja, ich habe sie verschlüsselt. DSLS 2.0... Oh, das ist jetzt interessant. Das müsste ich jetzt mal kurz... Also für alle, die es wissen wollen. So. Das stimmt. Am besten findet man mit einem Benchmark, aber im Allgemeinen. So, also nochmal. Dass die Leute überhaupt wissen, was DLSS 2.0 ist. Das ist KI. Das ist ein ziemlich cooles Feature, theoretisch. Und soll besser sein als MSAA. Wer sich damit auskennt, was Anti-Aliasing macht, es macht die Kanten smoother. Dieses Feature ist jetzt mal wieder so wie Raytracing, erstmal Nvidia Exclusive, aber AMD hat auch was ähnliches schon. Das wird auch bald noch weiter rauskommen. Es ist eigentlich schön, dass man quasi die Frames predicted und dann Kanten Aliasing hinzufügt. Das ist hübsch. Das wird auch noch hübscher werden. Wird halt erstmal Leistung fressen, weil AI-Technology ist halt immer Leistung fressen, aber die Sachen sehen schon echt, man hat keine Kanten, keine Treppeneffekte, das ist schon echt hübsch. Stimmt schon. Nvidia macht es schon cool. So, was? Ein DNS liegt, ja, das stimmt. Man sollte immer seine eigene Custom-DNS benutzen. Was hat jemand NTFS-System repariert? Ja, ich habe auch schon NTFS aber das habe ich nur gemacht unter Linux mit FDisk beziehungsweise MBRs wiederhergestellt, MBR-Fix und so weiter. Das kann man auch machen mit einer Windows PE. Solltest du aber mit dem Linux machen mit NTFS 3G Unterstützung oder du versuchst es eben mit einem Windows PE in der Bash. Das geht. Oder du rettest alle Taten mit Testdisk von dieser Platte dann runter auf eine andere Platte. Ja, soweit ich weiß, Flaumi sind 1111, jedenfalls für YouTube und für die meisten Sachen der schnellste und Google ist an sich immer fix und stabil. Da sollte man keine Abrisse haben. Kann man testen, auf denen es liegt. Ja, stimmt. Ja, die Betreiber müssen es dir sagen, bla 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 bla. Wir zum Beispiel haben ja eine Telekom-Leitung und ich kann im Router selber nicht mal eine DNS einrichten. Und alle DNS, die ich hier mit bearbeite, die spucken auch ohne Ende. Jetzt muss ich bei Langfeld zum Liefern bestellen, sonst könnte ich immer hinfahren, wenn ich was... Ja, wohnst in der Nähe von Wilhelmshaven, ja, Fruppi? So, ich schalte jetzt mal rüber zum Dennis. Der ist jetzt ganz schockiert. Boah, jetzt schaut er... Boah, verdammt. Hi. Servus. So, was ich sehr interessant finde, nutzt du Features wie RTX? Hast du überhaupt RTX oder DLSS? Ich habe keine RTX-Karte gerade. Ja, ich auch nicht. Aber nee. ist schon interessant, ne? Was die jetzt hochprügeln. Ja, die können haben einiges. Mittlerweile ganz schön Muffen vor AMD. Kann ich verstehen, genauso wie Intel ja auch Muffen hat. Ist das nächste, worauf ich ja dann auch schon mal raus wollte. Wir haben Zen 4, das bald ansteht und Intel hat seine neuen 10980 XE rausgebracht und jetzt versuchen sie beide Intel und Nvidia hinterherzuziehen hinter AMD. Es ist irgendwo schon putzig, ne? Verbaust du eigentlich lieber Nvidia oder AMD? Bei Grafikkarten auf jeden Fall Nvidia. Warum? Weil ich es bisher immer so gemacht habe. Ja, das heißt bis ja jetzt, nichts. Bis jetzt war es ja auch immer Nvidia besser. Hattest du schon mal eine 5700X in der Hand? Nee. Das ist nämlich interessant, weil ich habe ja hier das Mindfactory-Video gemacht für den 5700XT-Dings. Ja. Ich muss sagen, von der Performance her, hey, ist cool. Klar, Nvidia macht dann quasi sein Cutting Edge, aber wenn man Preis-Leistung sieht, ist eigentlich... Das Ding genauso stark wie eine 2070 Super. Und es kostet aber weniger, also ich weiß auch nicht. Ja klar, aber höher kannst du dann ja trotzdem nicht gehen.
Also, was willst du dann, was willst du mit einer 2080 Ti vergleichen? Ja, zwei 5700 XT im Crossfire, weil Crossfire noch bessere Unterstützung hat wie SLI. Weil die gibt's ja, ja nicht mehr. Crossfire würde ich aber mittlerweile nicht mehr machen. Nee, würde keiner also mehr machen. Ich habe es oft genug gemacht schon, aber das ist mittlerweile zu viel Stress. Ja, Rubberbanding und Mikrodrops sind scheiße, aber ich meine, wir kommen echt nah hin. Vor allem jetzt fand ich so geil, wie sie gesagt haben, wie sie in Zen gedroppt haben. Das fand ich ziemlich interessant. Wir sind ja jetzt bei Intel mit dem 12-Nanometer-Verfahren und wir haben in Aussicht, dass mal 7 kommt. Nein, 14-Nanometer und dass mal 7 kommt. Und AMD rüstet sich halt schon für 5-Nanometer und sind fast fertig damit. Die zerreißen die komplett. Ja. Die zerreißen die komplett. CPUs haben sie echt krass angezogen. Ja, und das machen sie halt auch bei den GPUs. Ich habe mir angeschaut, wie das mit den Fertigungs- und den Firmen aussieht. Der Fertigungsprozess, die Ausschussmarge. Intel hat eine Ausschussmarge von über 30% bei 14 Nanometer. Und AMD schafft es bei 5 Nanometer runterzufahren auf 40% Ausschussmarge. Jetzt schon. Wow. Und wir sind bei Revision 1. Ja. Das ist, es klingt jetzt blöd, aber ich bin auch allein wegen der Umweltfreundlichkeit und der Nachhaltigkeit der Team Rot. Ich muss mir überlegen, was blau und grün wegschmeißen, was die an Wafern, an Müll und an Silikon, also was die wegschmeißen an seltenen Erden und einfach an Waferreste, die halt wegkommen. Stimmt. Ich weiß auch nicht, das ist heutzutage, klar, jeder quatscht dann über Krankheiten und irgendwas, aber keiner wundert sich darüber, dass wir nicht mehr über 100% Solarenergie umsteigen können, weil wir Handys haben. Mhm. Ist es ein Handys machen ja auch viel. Ja. Nehmen jetzt viel vom Markt ein. Ich meine, vor, ich weiß nicht, wie lange ist es jetzt her mittlerweile, der RAM, die RAM-Krise quasi. Ja. Wir sind jetzt auch wieder. Handys schuld gewesen. Ja, wir sind jetzt in der RAM- und Festplattenkrise. Deshalb gehen sie jetzt alle rüber nach Thailand mit den Festplatten. Western Digital und alle wandern aus. Und an euch da draußen, falls ihr es nicht mitbekommen habt, es muss immer ein neues Handy sein. Es muss dauernd neue Technik sein. Man muss sich dauernd neues Zeug kaufen. Ja, ich habe auch viel Technik, aber die ist alt. Die ist alt aus einem gewissen Grund. Ich benutze die Sachen, bis sie kaputt sind. Weil immer Neues kaufen, das kann man machen. Aber wie in der Wissenschaft. Because you, if you can do it, doesn't mean you should. Weil da drin sind so viele Metalle und seltene Erden, dass wir durch die andauernde Handyproduktion und durch dies immer neu und jedes Jahr und immer wieder so viele der seltenen Rohstoffen verbraucht haben, dass wir nicht mehr auf nachhaltige Energie umschwenken können, weil wir nicht mal mehr genug Silizium haben, um so viele Solarpaneele bauen zu können. Muss man sich mal überlegen. Einfach nur, weil immer wieder neue Sachen verkauft werden. Siehst du, iPhone 7 ist zwar iPhone, aber schön, dass du es noch hast. Das ist cool. Ja. Stimmt, Intel kann ordentlich runtertakten, aber hast du mal gesehen, dass der neue Prozessor, Flaggschiff i9 von Intel, die 300 Watt TDP-Marke knacken soll? Und ich meine, wer taktet denn auch seine CPU runter und lässt das so? Ja, wer lässt denn im Idle laufen? Die wenigsten Leute. Das ist halt, ich weiß auch nicht, dafür ist Precision Boost halt einfach genauer und treffsicherer. Das ist, man kann sich über die Lager hin und her unterhalten und. Vor allem musst du das auch aktiv bewirken. Die Mainboards sind ja meistens so, dass wenn du es Standard einbaust, anschmeißt, dass da ja schon irgendein OC-Modus läuft. Ja, mittlerweile hat jede Autoübertaktung im Hintergrund und bla. Und genau. Also klar, ein bisschen Custom, OC und so weiter, man kann immer ein bisschen hin und her tunen, aber viele Nachrichten. iPhone X, hab selber ein 3900X. Siehst du, 3900X, ich finde das Ding toll. Ja, der neue 10980 XE soll 300 Watt TDP verbrauchen. Der kann zwar theoretisch auf 5,3 GHz mit Einzelkorn boosten, Stock. Das ist eine Marke, 5,3 GHz, aber es ist meiner Meinung nach nur Augenwischerei. Das ist alles nur Zahlen auf dem Dings. Das bringt dir performance-technisch im Game nix, weil meistens Spiele sind mittlerweile eh Multicore 4-Thread optimiert. Da bringt dir dieser eine Peak gar nichts und dann weißt du nicht, wie es mit der Prozessoptimierung aussieht. Außerdem brauchst du kein i9 zum Zocken, also für den Otto-Normalmenschen ist es eh egal. Und dann wird das Ding wahrscheinlich wieder unmenschlich heiß, dass du Custom Brackets und Vacuum und was auch immer hast du nicht gesehen brauchst, um das kühl zu halten bei 300 Watt TDP.
Ich meine, selbst mit meinem Dark Pro 4, den ich jetzt hier im Server eingebaut habe, der würde den nicht kühl halten können. Selbst mit Füllbelüftung. Ja. Mit welcher Vacu machst du denn? Da brauchst du eine Vacu wie in dem 10.000 Euro Rechner. Meine wird schaffen. Aber es ist halt auch, die CPU geht halt an die Enthusiasten, die es unbedingt haben wollen. Das ist im Prinzip wie ein 300.000 Euro Ferrari, ist jetzt auch nicht unbedingt schneller als ein 100.000 Euro Porsche. Die Leute, die damit fahren, die wollen ihn halt unbedingt haben. Ja. Alle anderen, die können, oder die denken dann vernünftig drüber nach, gucken, wie viel ist mir jetzt das extra Prozent, was man da jetzt da noch bekommt, wie viel ist es mir wert. Will ich das bezahlen, dann geben sie es aus und dann wird halt auch, oder die meisten werden dann halt auch einfach schauen, okay, preis-leistungstechnisch ist halt AMD momentan besser unterwegs. Ist einfach so. Ja. Und das, was du bekommst für das Geld, reicht für 90% aller Leute, die damit spielen wollen. Ja. Interessant, ich habe es oben vorhin gelesen. Ja, die Erde besteht zu 15 Massenprozent aus Silizium, das stimmt. Aber wie viel davon ist in der Kruste? Wie viel davon können wir erreichen? Wie viel davon ist abbaubar? Und wie viel davon ist in Krisengebieten? Das sind alles Faktoren, die man immer mit einberechnen muss. Klingt blöd, ist aber so. Was haben wir noch? Das sind die Blut-CPUs, weil die irgendwo in Kuba unter unmenschlichen Bedingungen gefarmt werden. Fairtrade, Intel hat ja mal die Aktion gehabt mit Fairtrade, ne? Es gibt keine fairen CPUs, weil keine der seltenen Erden fair von Kinder für Kinder. Ihr wollt zocken. Ja. Die anderen Kinder haben es rausgekratzt. Das ist halt. Ja, das Xer kann ja nicht so viel wegen dem unterm 3000er Akku. Ah, okay. Ja, Akku austauschen, ne? Das ist auch so eine Sache, die es nicht mehr gibt. Ja, brauchst du minimal. Nein, der 3er Radiator, das stimmt auch nicht. Es kommt auf die Dicke drauf an. Nochmal. Dicke und Luftwiderstand. Wie eng sind die Fins? Welche Lüfter habt ihr? Sind das Airflow-Lüfter oder sind das. Ihr braucht die richtigen Lüfter für die richtige Dicke des Radis für die richtige Dicke der Lamellen. Das genau. Ist eine ganze Wissenschaft für sich. Da ist es egal, ob es ein 3er, 2er, 4er ist. Es kommt auch dran, sind es 480er Lüfter, sind es 240er Lüfter und so weiter. Physik. Da muss man selber wissen. Du musst dir einfach eine Röhre mit ganz kleinen Löchern vorstellen. Sind die Löcher klein, brauchst du mehr Druck. Sind die Löcher groß, geht's einfach raus. Oder wie das sieht beim Wasserhahn. Wenn das verkalkt ist, kommt da nichts mehr raus, weil die Löcher sind klein. Ganz logisch, da brauchst du halt mehr Druck. Flip X Minimal. Sind die neuen Xeons besser? Neu ist immer besser. Natürlich ist alles, was neu rauskommt, immer besser. Performance-technisch ist halt so. Aber ob sich's lohnt, ist eine ganz andere Frage für dein Einsatzgebiet. So. Threadripper ist auch cool. Warte, was haben wir noch? Wir leben ja sowieso in einer Simulation laut Elon Musk. Ho, 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 ho. Wenn man nach Wissenschaftlern geht, könnte die ganze Existenz, also ihr und ich und das hier und dieser Stein und dieses Objektiv, alles nur eine Spiegelung am Ereignishorizont eines schwarzen Lochs sein. Auf die Theorie jetzt einzugehen, das könnte ein bisschen zu physikalisch werden, aber das ist möglich. Elon Musk kann das auch vertreten. Okay, wir müssen was tun für Geld, ja. Ich glaube, ich sollte meinen Sohn schon mal ins Bergwerk schicken, oder? Also, die genug Erden farmt. Ja. CPUs aus dem Garten. Was haltet ihr von 10 Gigabit Heimnetz? Das habe ich hier! Falls du es gesehen hast, ich schwenke mal kurz rum. Oh, jetzt ist der Dennis mal kurz still. Flupp. Ich schwenke hier mal rüber, falls ihr das seht. Ich habe hier doch 10 Gigabit Heimnetz hier. Babam, 1000, 10.000, bla. Also, ist toll, ist auch schnell. Alle Grafiken, die ihr hier seht, die Animationen und so weiter, kommen vom Server aus dem Heimnetz. So. Hatte ein Xeon 5655. Den hatte ich noch nicht. Hi, Ben Fromm. Hat bis jetzt eigentlich alles geklappt? Kommen die Stream-Labels und so weiter gut an? Also hier so die Notifications, die sehe ich nämlich nicht immer. Ich bin manchmal ein bisschen langsam. Bis jetzt sieht es eigentlich gut aus. Wir haben Follow Cup vor 26 Minuten. Oh, oh, oh gut. Man muss diese Alerts immer im Blick behalten. Ich sehe das immer nicht so in Echtzeit. Welchen Prozessor hast du eigentlich? Jo, das kann ich dir mal zeigen, ne? Da gehe ich mal kurz rüber. Der da ist es. Boom. Hallo.
Ich habe, wie du hier lesen kannst, ein i9 7089XE hier angezeigt, 2,6 GHz, läuft aber auch nicht auf 4,46, sondern läuft auf 4,9. Irgendwie wird es nicht richtig angezeigt. Jo, es sind ein paar viele Threads und ein paar viele Prozesse, die gerade laufen. Aber trotzdem nur 17% Auslastung. Das ist immer noch super weird. Der wird mir jahrelang halten. Ja. Gleich und live, ein 10 Gigabit Heimnetz ist nicht teuer. Du brauchst dafür zweimal ungefähr 30 Euro für zwei Karten, ein Kabel, das du bei, für 10, 15 Euro bei Amazon kriegst. Und das war schon. Du kannst nämlich Direktlink machen oder du kaufst dir so einen Switch für 99. Also du kommst mit 160 Euro hin. Mhm. Ah, hab überlegt, mit PFSense und Netzwerk könnte ich ja keine Ahnung gehen. Performance ist eine ganz andere Sache. MTUs einstellen und Heimnetz, da kann jeder rumoptimieren, wie er will. Das ist eine. Nein, ich benutze DuckDNS für eine öffentliche IP. Streamst du eigentlich noch, Dennis? Gerade nicht mehr, ging ja nicht wegen PC. Ah, läuft wieder, oder? Nicht so langsam. Jein. Die Capture Card macht nicht so richtig mit. Die USB-Treiber vertragen sich nicht mit dem ultra alten Mainboard, was ich hier habe. Welche Karte hast du? Die HD60S. Da gibt's Beta-Treiber. Habe ich nämlich auch schon mal machen müssen. Gibt's ja, aus dem Forum Beta-Treiber? Das ist problematisch. Nee, ist es nicht. Ich weiß nämlich genau, welchen Fehler du hattest. Bei unserem alten Board, im alten Server, war doch auch die HD60S drin. Und die habe ich parallel laufen gehabt mit einer Pro. Und beide Karten wurden nicht einzeln erkannt. Es ging immer nur eine und über USB ging es nicht und der Rechner ist gecrashed. Dann habe ich geguckt, ob es... Such nach den Treibern, mit denen du zwei HD60 parallel im Rechner betreiben kannst. Die gehen nämlich witzigerweise auch. Die sind aber schon 2-3 Jahre alt. Die gehen aber. Okay. Das war nämlich bei Elgato ein Entwickler, der das Problem hatte und hat dann selber einen eigenen Treiber geschrieben, den er dann gepostet hat im Elgato-Forum, der nie offiziell auf der Download-Seite war, aber im Forum zu finden ist. I know. Ich habe lang gegoogelt für Dinge, die ich dann nicht mehr gemacht habe. Nee, ich habe keine zwei 1080 Ti's. Ich hatte mal eine 1080 Ti. Ich habe noch jetzt eine. Momentan nicht. Ich habe auch noch eine 1650 Ti. Und ihr wollt auf keinen Fall 10 Gigabit Ethernet auf RJ45 Basis. Nope, nope, nope. Ich habe momentan, der Rechner, auf dem ich spiele, ist ein 4960, ja? Also vierte Generation i5 auf 4,9 GHz übertaktet und eine 92X von AMD. Hm. Ja, das ist Oldschool-Hardware eigentlich schon. Ist egal, wenn es läuft, läuft's. Übrigens, wenn ihr 10 GB Ethernet wollt, wollt ihr es auf Basis von SFP Plus haben und dann wollt ihr das mit diesen Kabeln haben. Hier seht ihr, das da, das ist Glasfaser. Da habt ihr dann so einen Switch und habt hier die Ports und dann könnt ihr das reinstecken. Das wollt ihr haben. Ganz wichtig. Und das ist auch nicht teuer. Schaut euch mal an, wie günstig das ist. 24 Euro. Und die werden auch nicht viel teuer. Schau, du brauchst maximal, sagen wir mal, ein 5 Meter Kabel, 35 Euro und drin hast 10 Gigabit. Ich wollte es bloß erwähnen, weil RJ45 wollt ihr nicht dafür. Weil sie mehr Akku wollen. Ja, was? Neue Handys haben doch weniger Akku. Weniger? Weniger. Ja, man kann QSF Plus haben, aber es gibt keine Platten, die das ausnutzen, nicht mal eine NVMe. Deswegen, ich glaube nicht, dass du das daheim brauchst. Ja, neue Handys haben doch immer weniger Akku. Es gab dann mal welche mit 4500 mAh. Es gab sogar mal welche mit 4800 mAh. Und jetzt machen sie so, dass sie doch immer die Architektur effizienter machen, dass der Akku kleiner werden kann, dass sie mehr Technik einbauen können. Also bis zum S9 Plus sind die Samsungs noch größer geworden von Jahr zu Jahr. Ja? Ja. Ich habe also das S9 Plus, das ist größer als der Vorgänger. Okay, ich habe es nur mitbekommen hier LG. Und bei LG ist es so, dass mit dem Akku immer plus minus gleich bleiben. Manchmal sogar 200-300 mAh weniger. Weil sie meinen, jetzt haben sie einen effizienteren Prozessor, jetzt brauchen sie weniger Akku. Okay. Das ja, Xiaomi ist toll. Aber gut, habe jetzt nicht viel nach LG geschaut, was Handys angeht. Interessant ist, falls es jemand schon mal aufgefallen ist, irgendwie tut sich. Warte, hier. Die Anzeige hier nicht mehr aktualisieren.
Siehst du das? Welche? Die Zuschaueranzeige. Ja, irgendwie tut sich da nichts mehr. Ja, ne? Ja. Ich versuche jetzt gerade mal die Szene aktualisieren. Entweder haben wir konstant. Ah. Naja. Jetzt hat sich was getan. Jetzt sind es auf einmal 29 Zuschauer. 28. Ah. Das scheint wieder Sie zu. An. Hey, hey, hey. Sieh an. Hello. Wer glaubt es? Die Twitch-Sache. Ich gebe mittlerweile mit diesen Zuschauersachen auf, da eine Anzeige richtig zu kriegen. Ihr seht auch da oben 26.500 Abos. Das stimmt auch nicht. Das ist auch nur ein estimated Wert. Nur Twitch liefert richtige Werte. Mhm. Gibt es kostenlose Alternativen zu Emulex? Was meinst du mit kostenloser Alternative zu Emulex? Emulex kostet nichts. Das ist ja nur ein BIOS, das integriert ist auf SFP Plus Karten. Oder hast du Unraid gemeint? Das Kabel, welches du gezeigt hast, ist ein Copper-Touch-Kabel, kein Glasfaser. Ja, entschuldige, das. Glasfaserkabel sind schöner, aber es gibt auch die Copper-Attach-Kabel. Ich habe eigentlich nur die Glasfaser SFP Plus gemeint, weil die vom Durchsatz her schöner sind. Ja, wir machen noch mit beim Folding at Home. Jedenfalls nicht während des Livestreams, weil sonst alles zu gucklig ist. Aber davor und danach habe ich es laufen lassen. Okay, gut zu wissen, dass Samsung so viele. Wow, 5000 mAh haben ganz schön zugelegt. Das wusste ich gar nicht. Die Situation bei Huawei kenne ich gerade gar nicht. Will mich jemand aufklären? Ich habe nämlich gerade Volltime-Familie und kann nicht immer bei den Technos auf dem Neuesten bleiben. Weißt du was? Huawei? Die haben ja die Debatte da mit Google gehabt und Trump. Ach, das ist doch schon alter Hut. Ja, aber ich weiß nicht, wie genau das jetzt problematisch ist jetzt. Ja gut, die werden halt ohne App Store ausliefern, das machen sie ja. Und dann musst du irgendwie sideloaden oder so. Das ist halt auch hässlich. Und dann mit ihrem eigenen Betriebssystem weiß auch nicht, ob es ankommt. Und sobald Trump weg ist, ich hoffe, der wird nicht wieder gewählt, dann wird der Bann eh aufgehoben und Huawei wird auch wieder hochstarten. Ja. Es gibt. Ja, aber inwiefern das jetzt mit dem Aktuellen irgendwie was zu tun hat, weiß ich nicht. Bin da nicht so drin. Genau. Drei Sachen, die ich noch anspreche, dann gehen wir mal in die Pause. Und zwar, ja, Unraid gibt es keine kostenlose Alternative. Du kannst dir Proxmox holen. Das ist dann ähnlich, aber es ist nicht Overkill und super schwierig zu bedienen. Ich würde einfach das Geld einmal zahlen. Punkt. Du hast eine für eine Lifetime-License und es wird ununterbrochen geupdatet. Und so viele gratis Docker und Applications dazu. Da ist ja schon so viel, dass sogar OS X quasi dann gratis mit dabei. Das ist alles mit dabei. Das Gewinnspiel, genau, wir gehen jetzt gleich mal in die Pause rein, in 5 Minuten und dann könnt ihr weitermachen mit der Umfrage. Das Gewinnspiel, jeder kann sich eintragen, jeder kann mitmachen, ihr seht ja den Link in der Videobeschreibung unten drin und ihr müsst dazu nur Ausrufezeichen Enter eintippen und dann könnt ihr mitmachen beim Gewinnspiel. Dafür braucht ihr aber ein paar Punkte und die könnt ihr in diesem Livestream noch gar nicht haben. Je länger ihr zuschaut, desto mehr Punkte bekommt ihr und habt ihr 4 Stunden Watchtime erreicht, könnt ihr euch eintragen lassen für das Gewinnspiel. Aufgelöst wird das Ganze nach Ostern. Ne? So Ostergewinnspiel, man will was davon haben. Ein bisschen Eier sammeln. Und ich werde jetzt jede Woche einen Livestream machen. Und ihr könnt dann quasi eure Punkte investieren und teilnehmen. Und natürlich auch in der Umfrage, die in der Werbung jetzt wieder stattfindet. Und wenn ihr in der Pause mitmacht und dann schön votet und fleißig votet, und ihr seid zufälligerweise auf dem Eintrag, der gewonnen hat, dann bekommt ihr natürlich noch mal eine Ausschüttung und könnt noch mehr Sachen investieren, gewinnen und Punkte sammeln. So, sag mal, warst du, dass der ein Programm gezeigt hat, mit dem die Ergebnisse Anzeige auslesen kann, damit man weiß, was dort steht? Ich weiß nicht, was du meinst. Ist die Lizenz pro Server behandelt oder wie ist die Lizenzierung? Die Lizenzierung bei Unraid ist einfach. Es gibt drei Versionen von Unraid. Es gibt die eine, wo ihr 6 Festplatten anstecken könnt. Es gibt die nächste, wo ihr 12 Platten anstecken könnt. Und dann eine mit unendlich Platten. Die kostet $129. Und so ist die Levelung quasi. So. Verständnis und Mühe. Ich weiß gar nicht, wofür bedankst du dich denn? Ich mach das gerne.
Was gibt's zu gewinnen? Zu gewinnen gibt's, ich gebe es in den Chat ein und dann müsste es erscheinen, weil mein Bot so gut programmiert ist, dass er es tut. Ich hoffe. Zu gewinnen gibt's. Was da? Da ist es. Das da, das gibt's zu gewinnen. So. Schönen Abend, Toxic. Ich sage, wie du heißt. Die Windows-Ereignis-Anzeige oder wie die heißt, meine ich. Ich weiß ich gerade nicht. Wir haben jemanden, der Pink Army beigetreten ist. Ich hoffe, die Person weiß überhaupt nicht, was die Pink Army ist. Das ist ja, ne? Da hat jemand den Join gefunden. Aber wenn ich 3 Server habe, wie viele Lizenzen brauche ich? 3 Lizenzen. Android wird gebunden an einen USB-Stick. Das heißt, pro USB-Stick braucht man eine Lizenz. Aber den kann man überall anstecken und mitnehmen, wo man will. Ich kann es dir nicht sagen, Napster Killer, das weiß ich gerade nicht. So. Er versucht es mit dem Heist. Ich glaube nicht, dass er es schafft. Ihr müsst ja genug zusammenkriegen, außerdem schafft er es jetzt von den Punkten noch gar nicht. Nice try, Moritz. So, wir gehen in die Werbepause. Vielleicht, wenn der Dennis Bock hat, sehen wir uns später nochmal wieder. Hier unten ist er. Natürlich. So, das heißt, ich gehe jetzt mal rüber und ihr könnt in der Werbung schön weiter fleißig. Hol dir einen 3900X Preis, leistungstechnisch viel besser als da, nein, sogar ja. Als meiner. Sehr geil, dass du beim Folding at Home mitmachst. Wir gehen jetzt in die kurze Pinkelpause. Ich muss nämlich pissen gerne. Echt viel Spaß beim Voten und bei den Spielereien. Bis gleich, Jungs. Hallo, jetzt sollte ja wieder alles gehen. Das war jetzt eine schwere Geburt. Ich habe anscheinend einen kaputten RAM-Riegel erwischt. Dagegen ist man nicht immun. Konnte ich jetzt nicht beheben, habe einen schnell ausgebaut. Geht jetzt wieder. Ist nur ziemlich gemein, dass das einfach jetzt hier so random passiert ist. Deswegen auch die ganzen Streamfehler und Abstürze. Hat ein bisschen gedauert, bis ich jetzt drauf gekommen bin, diesen Fehler quasi zu finden. Aber jetzt sollte alles wieder stabil sein. Ich habe einfach einen rausgerupft und das sollte wieder funktionieren. So, der Streamchat sollte auch wieder gehen. Der Restream sollte auch wieder gehen. So, das funktioniert auch wieder. Live ist immer das Beste. So, PC ist deswegen abgestürzt, richtig. Wir hatten RAM Corruption. Der RAM war voll ausgelastet und kann passieren, jetzt weiß ich's. Deswegen hatte ich die ganze Zeit auch so blöde Absturzprobleme, auch beim letzten Stream. Ich hoffe, wir sind wieder flüssig. Ja, mein ganzes Abendprogramm ist natürlich durcheinander geworfen jetzt. Schön, dass trotzdem so viele zuschauen. Übrigens, es gibt einen kleinen Tipp für euch. Wenn ihr also ein bisschen Vote und Goldfrags abgreifen wollt, dann followt einfach auf Twitch und followt auf YouTube. Je mehr ihr natürlich followt und restreamt und so weiter und Bits und so weiter, bekommt ihr mehr Punkte. Das ist auch schön. Hallo Englischbuch, auch wieder da. Ob ich auf meinem Windows 10 Server Folding at Home machen kann? Ja, aber nicht in diesem Stream, weil im Moment nutze ich den Windows 10 hierfür. Zum Restreamen nach YouTube, nach Twitch. Sonst gäbe es auf Twitch kein Bild. Ich muss also mein Bild senden von meinem Hauptrechner über ein zweites OBS auf dem Server. Und dies macht dann 6000 Kilobits draus und tut das Ganze nach Twitch senden. Deswegen kann ich das gerade nicht machen, aber demnächst. So. Schalte ich mal wieder rüber. Dennis müsste auch wieder funktionieren. Hallos. War eine etwas lange Pause. Ja. Aber hey, wie in jedem Stream, das gehört dazu, muss man wieder Technik auseinanderrupfen und umbauen. Oh, jetzt kann ich natürlich den ganzen blöden YouTube-Stream nicht online stellen, weil der zerrupft ist. Beim nächsten dann wieder. Das lässt sich nicht verhindern. Schade. Naja. Wir haben bei YouTube gerade, also ich selber hier habe eine Sendeverzögerung von einer Sekunde. Jetzt komme ich gerade wieder in den grünen Bereich. Sehr merkwürdig. So. Eine Sekunde. So. Sag mal, testest du auch mit Android noch 2 Gamer One PC-Ding? Ja, das habe ich ja quasi im Endeffekt gerade. Also, wenn ihr das sehen wollt, also ich habe ja gerade diese VM da oben und auf der VM, die ich schon öfters gezeigt habe, und zwar diese hier, da habe ich ja Steam installiert und darauf zocke ich auch ab und zu. Und das Schöne ist, ich habe noch eine zweite VM, die habe ich euch noch nicht gezeigt, die kann ich euch jetzt zeigen. Hier seht ihr, ich habe noch eine zweite VM und auf dieser zweiten VM hier habe ich Windows 7 drauf und da ist auch eine Grafikkarte zugeordnet und ihr werdet es zum Kotzen finden, was für eine VM das ist. Das ist eine
Radeon 4350 drin. Also ja, theoretisch geht das. Aber die ist mit einem PCI Express 1X angebunden. Weil ich nicht mehr PCI Express Slots habe. Deswegen wird es wahrscheinlich für Gaming so eine 30 FPS Full HD Erfahrung werden. Uiuiui, jetzt fragen sie alle ihre Caches ab. Sehr witzig. Der Bot hat schon die meisten. Der Restream-Bot ergattert vom Bottissimo-Bot Goldfragmente. Das ist irgendwie niedlich. Kleiner Cheater. Ja, aber es geht nicht anders. Also falls ihr euch wundert, warum da so viel Bot-Kommentarzeug ist, Cross-Plattformen zwischen Twitch und YouTube ist nicht leicht. Und ich brauche zwei Bots. Ich brauche den Restream-Bot, den ihr hier oben seht, der die Chats verbindet, dass es nicht hässlich ist. Das geht zwar mit Bottissimo auch, aber der macht dann Doppel- und Cross-Posting, dann werden alle Bots und alle Kommentare doppelt gepostet, was wir nicht wollen. Jetzt hast du aber auch das andere Problem, dass der Bottissimo, der managt die Umfragen und das ganze Goldzeug, und wenn der das auch hin und her macht, dann... Ich arbeite dran. Es gibt natürlich im Hintergrund auch noch den Streamlabs-Bot, der ist auch aktiv. Aber was der macht, verrate ich euch nicht. Dafür müssten mal Leute abonnieren und sowas, dass dann was passiert. Aber das passiert in letzter Zeit ja weniger. Früher ging das immer zack, 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 dauernd Abos. Aber heutzutage ist es ja nicht mehr so modern. So. Keine Ahnung. Machen das Leute noch? Abonnieren? Oh, ich habe meine Abo-Uhr abgebaut. Ich soll sie wieder anbauen. So. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir vorher waren. Wir quatschen ja wieder nur wie früher. Bullshit. Nicht. Aber es ist hier schön eingerichtet. Wozu hast du eigentlich diesen Lüfter mit Viererlüfter gebaut? Hast du dir einen eigenen Sommerfan gebaut? Vom Sommer noch übrig. Das steht aber schon ganz schön da. Das sind ja die Schrägen, das ist eine Dachwohnung. Mhm. Das heißt, im Sommer wird es richtig heiß. Mhm. Ja. Du findest den Button nicht, das ist wo die Lüfter dran sind. Hm. Oh. Aber es ist schön, ja, die Streaming ergeht, ich erkenne aus den alten Streams da hinten. Aber ich habe ja gehört, du wirst da noch einiges ändern, deswegen, das ist cool. Ja. Oh, es kommen immer mehr Leute ins Stream, das ist natürlich auch schön. Wobei ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so lange machen will, ich muss nämlich relativ früh raus. Weshalb ja. Es ist ein Problem. Alle Leute denken sich, ja, wir haben Quarantäne. Ja, in der Quarantäne, da ist Langeweile. Ich habe keine Sekunde Langeweile, irgendwie niemals nicht. Weil, wenn du Familie hast, musst du den ganzen Tag Stuff machen. Mhm. Und wenn du ein kleines Kind hast, dann sowieso. Also ich komme nicht mal dazu. Goldfrags. Goldfragmente sammelst du beim Voten, bei Wetten, bei Boss Raids. Überall ein bisschen könnt ihr Goldfragmente sammeln. Und wenn ihr hier so Goldfragmente gesammelt habt, dann könnt ihr mit diesen Goldfragmenten am Giveaway teilnehmen. Ich gebe es jetzt nochmal ein, dass die Leute auch Bescheid wissen. Und dann könnt ihr an Gewinnspielen teilnehmen und noch an Überraschungssachen, die nach und nach kommen. Ja, eine Stunde wird auch noch geklaut, ist ja das Nächste. Ich muss früh raus, weil mein kleiner Sohn, der meint jetzt mittlerweile, er muss um 7 Uhr aufstehen und aufwachen und dann ist der wach mit 6 Monaten. Und dann bist du auch wach. Was aber auch wichtig ist, ist heute ist Zeitumstellung, der ist morgen also um 6 Uhr wach. Und dann will der unterhalten werden. Und dann muss jemand sich um ihn kümmern, ihn füttern und mit ihm rausgehen. Ja, und heute bin das ich. Nimm einfach so eine Schale mit Essen hin. Ja. Vielleicht wert das direkt. Nope. Aber er kann schon schön vom Löffel essen. Das ist immerhin. Ja. Das ist gut. Mhm. Ich hasse Zeitumstellung so sehr. Mhm. Sommerzeit, also ich möchte eigentlich immer Sommerzeit haben, das ist die bessere Zeit, finde ich. Ich lebe ja in der Sommerzeit geistig. Ja. Die Winterzeit ist immer so depressiv. Länger hell ist immer besser. Du findest das Out-System von Plex für Müll. Ich finde eigentlich jedes Null-Out, O-Out, Out-System an sich richtig blöd. Bin jetzt hier, ja, dann weiß das Jakob, das ist... Und der Kleine ist noch aktiver wie ich. Weil ich bin eh schon selber aktiv und das ist dann putzig. Nennen wir es putzig. Ja, ich, keine Ahnung, ich bin müde. Deswegen, ob jetzt die Stunde vor oder zurückgestellt wird. Schneid es auf einer WM auf dem Android oder wie ist das? Ich schneide nicht in der WM. Nee, ich schneide auf dem starken Rechner hier.
Du hast den Brandorian, du hast den letzten Livestream nicht gesehen, Brandorian. Ich werde es nochmal sagen, ich halte nichts von Proxmox, weil Proxmox völlig überladen ist. Das ist für Enterprises und Multi-Rechner und Container-Management. Wenn du schnell was arbeiten willst, nimm Unraid. Wenn du irgendeinen Rechner aufsetzt, nimm immer Unraid. Immer, eigentlich immer. Jeder Rechner sollte Unraid haben. Ich versuche das jetzt jedem beizubringen, nach und nach. Jeder sollte immer Unraid drauf haben. Das zahlt man einmal und du kannst jedes Betriebssystem haben und du kannst es virtuell als Disk haben. Du kannst es überall mit hinnehmen und wenn der Rechner kaputt ist, dann hast du es als virtuelle V-Disk und geht nie verloren. Du machst ein Backup, du kopierst einfach das ganze V-Disk-Datei und kopierst in den nächsten Android-Rechner und es geht, weil es sind simulierte Treiber bis auf die Grafikkarte. Das heißt, es geht immer und du musst nie Treiber nachinstallieren, hast nie Broken Installation und bla bla bla. Das ist so 1% Geschwindigkeit abtreten dafür, dass immer alles funktioniert. Bitte, yes. Ich weiß nicht, was du davon hältst, Dennis, oder ob du es schon mal ausprobiert hast. Ich bin dann mittlerweile so, Unraid ist meine Liebe. Ja, ich find's gut. Bin aber nur geizig. Ja, gut, das kann man machen, ne? Ja. Ich meine, ich habe mir vor 3 oder 4 Wochen das erste Mal in meinem Leben 3D-Mark bestellt. Gekauft. Und du möchtest nicht wissen, wie oft ich das schon benutzt habe. Irgendwann verleitet es einen doch drauf und dann tut man das Zahlen. Natürlich. Ja, Steam Sale für 2 Euro. Wieso meinst du natürlich komplett Virtualisierung? Virtualisiere all the things. Was denkst du, was Threads sind? Kannst du ein Computerspiel zur Corona-Zeit empfehlen? The Wolf Among Us? Eigentlich alles, was Telltale gemacht hat. Alles, was viel Zeit vernichtet. Die Walking Dead Telltale-Reihe, Wolf Among Us, ihr könnt durchspielen Fable 1, The Lost Chapters. Borderlands. Fable, Borderlands 1, 2, 3. Und wenn das noch nicht reicht, es gibt so viele schöne Spieleperlen, die mich in meinem Leben lang... Witcher 1. Alles Mögliche, was es ziemlich günstig bei Steam gibt. Es gibt immer alte Titel, die gibt es für sehr, sehr wenig Geld, keine Ahnung, 5, 6 Euro. Kann man sich immer mal irgendwie was Gutes holen, was man früher gern gespielt hat. Mhm. Wer eine VR-Brille hat, das neue Half-Life. Ich hab's nicht drüber reden. Ich würde so gerne probieren. Ich hab nicht mal mehr eine VR-Brille. Ich muss eine neue kaufen irgendwann, wenn ich ein Haus hab. Ich hab Vive ja auch nicht mehr. Aber ich würde so gern probieren. Fruit Beloaded, zu deiner Info. Ich beantworte deine Frage anhand eines Beispiels. So, wir sind hier auf Unraid. Wir gehen rüber. Ich gebe ein... Das sollte deine Frage beantworten, ob Unraid ZFS kann. Ich hoffe, das war genügend. So, wieder zurück. Du könntest statt Unraid auf FreeNAS nehmen, hast aber das Problem, dass FreeNAS scheiße ist. Weil FreeNAS-Community echte Nazis sind und du hast keine schönen Docker-Container und so weiter. Und ich bin einfach mit der toxischen Community nicht sehr auf Freund. Außerdem gehen keine Emulex-Karten und es fehlen viele Treiber, die einfach keine Unterstützung haben. So. Mit Arch Linux war es ein Kampfzeller, mit laufenden Updates zu betreiben. Das ist das Schöne im Unraid-Plugin. Hier, Apps. ZFS. Das wird automatisch geupdatet. Im Hintergrund, da musst du nichts machen. Pass auf, ich zeig's euch. Das geht automatisch, Benny. Benny, sag mal, schau her. Das geht automatisch. Du hast hier so ein CDFS-Plugin. Zack, zack, zack. Und hier muss nicht geupgradet werden. Wird automatisch gemacht. Macht er im Hintergrund. Da brauchst du nichts mehr. Das heißt, du musst da auch nichts mehr dran basteln. ZFS und läuft. So. Ja, und vor allem das Tolle ist, ein Arch Linux, bla 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 bla, Kampf, hier richtest du es ein, hast das Terminal, richtest deinen Zipol ein, fertig, läuft. Und der läuft auch noch schnell. Performance-technisch hast du echt wenig, was fehlt eigentlich gar nichts. Apropos, ich kann, glaube ich, sogar mal zeigen, performance-technisch. Gehen wir mal rüber, hier, siehst du hier Rechner. Jetzt muss ich nur noch einen Ordner ziehen. Das hier ist übrigens ZFS und das ist Unraid. Das ist alles Unraid und das ist ZFS. So, und ich will jetzt eine Datei. Ich muss eine Datei suchen. Irgendeine wichtige Datei, die ich verschieben will. Ich will ja immer wichtige Dateien verschieben. Aber jetzt will ich eine ganz wichtige Datei verschieben und die suche ich. So, zum Beispiel
Ja, machen wir doch einfach so, das ist viel witziger. Also ihr seht es hier. So, ich habe hier mal schon den Stream aufgenommen, ne? Hier Steam, nee, da war mein Schnitt live. So, das sind alles diese Livestream-Files, die alle korrupt und kacke sind. Wie ihr seht, die sind blöd. Aber jetzt sagen wir mal, ich will die aufheben. Dann will ich... So, wir sind da. Und dann mache ich hier einfach einen Ordner auf und sage, das ist der Live-Ordner. Und das will ich irgendwann mal neu schneiden oder was Lustiges draus machen, aus den gerade so nicht korrupten Files, bla. Und ich kopiere die jetzt mal rüber. Und dann schauen wir uns nochmal die Datenraten an. Und das ist ohne Cache. Weil ich eingestellt habe, dass zwischen den beiden ohne Cache übertragen wird. Das heißt, die Skalierung ist durchaus gegeben. Und es geht sogar echt ohne Cache fix. Dafür, dass so viel Datentraffic-Verkehr hier im ganzen Netzwerk entsteht und dass das relativ kleine Dateien sind, sind wir bei 300 im Bit plus minus ungefähr und das ohne Cache. Hätte ich den Cache aktiviert, da waren wir sogar bei 400 am Ende. Also Unraid ist, was das angeht, super, super fix. So, jetzt sind wir wieder zurück. Okay. Dass immer noch Leute hier sind, wundert mich, weil wir sind so oft abgestürzt und so. Aber es ist schön, es sind sogar auf Twitch noch Leute dabei. Auch wenn ich nicht sehe, wie viele. Weiß das irgendjemand? Also bei mir sind 17. 17, das ist gut, dann stimmt die Anzeige. Das ist ja mal gut. Ja. Das ist cool. Und anscheinend läuft es auch recht flüssig. Habt ihr überhaupt schon meine schönen Animationen gesehen, wie hier jetzt gerade oben da hier beim Logo? Das da oder die andere Animation beim hier beim Geekfreaks Logo da ist auch so eine schöne Animation hier unten ab und zu auch und da auch ab und zu. Daran war ich tagelang gesessen, einfach um den alten Stream hübscher zu machen. Oder hier, das da, hier Transparenzeffekt auf die Themen, das hätte ich mal aktualisieren sollen, glaube ich. Cool. 17 Leute sind cool. Ja, sieht gut aus. Ich meine, wir waren mal bei ein paar hundert früher, aber ich versuche jetzt auch regelmäßig das Ganze wieder hinzukriegen. Ich hoffe, das wird auch klappen. Man weiß es immer nie, aber mittlerweile bin ich jetzt schon wieder viel, viel besser dabei. Und es sollte auch viel, viel besser bleiben. So. Interessant ist übrigens, dass bei mir OBS gerade motzt und sagt, hey, wir sind bei der Verzögerung eine Sekunde und alles ist so im roten Bereich, aber es geht immer noch. Ist YouTube flüssig? An alle YouTube-Zuschauer. Das ist heute so der Hot-Test Proof of Concept, ob das funktioniert, vor allem auch mit meinem Relay über Twitch. Das scheint ja gut zu laufen. Aber es geht an sich darum, ist das Ganze flüssig? Das hier, der Dennis hier, ist zum Beispiel auch über Skype eingebunden. Ich hoffe, das bemerkt ihr hier, das wird das Skype-Fenster. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, YouTube läuft nicht. Du hast unsere Videos mit dem... Oh, super. Du hast unsere Videos mit dem China-Schrott gemacht. Der alten Tage willen, gucke ich mal kurz, ob ich was für euch habe. Warte mal. China-Schrott gibt es beim Alex viel. Da wird man immer fündig. YouTube läuft flüssig, das ist gut. Ich weiß nicht, bei mir hat heute irgendwie YouTube mehr Probleme als Twitch. Keine Ahnung, woran es liegt, aber gut. Sowieso Internet in Deutschland Mangelware. Hm.
Ihr habt so ein Glück oder auch Pech oder wie auch immer man es nennen mag. Ich habe viel China-Schrott. Könnte ich mal wieder machen. Das hier zum Beispiel. Also. Wer das mal sehen will, der kann das Ding, ne? Habt ihr Bock, über sowas ein Video zu machen? Das ist ein Schraubenzieher? Oder das, was ist das? Das ist ein Schraubenzieher. Vorwärts, rückwärts. Also, wenn Leute da drauf Bock haben. Ist das so ein Billigding? Das Ding kostet 14 Euro. Und wird aber geliefert mit... warte hier. Wird geliefert mit einem Stack an Bits. Sind die Bits mehr wert als das Teil? Du, ich hab damit das NAS gebaut und 4 Computer. Und er verreckt nicht. Und wenn er sich nicht dreht, kann man ihn als normalen Schraubenzieher benutzen. Der Motor lockt komplett und bricht nicht. Der hat nämlich einen Motorlock. Alles gut. Also wenn es die Leute interessiert... Bei Werkzeug würde ich nie Billigzeug kaufen. Genau, der WowStick 1F+. Bei Werkzeug bin ich versnoppt. Da kennt sich jemand aus. Mhm. Das ist abgekupfert von einem Ami-Produkt, das über 180 Euro kostet. Ja gut, wenn man sich irgendwo orientiert, dann bei was teurem. Ich habe sogar das Video gesehen, das war der Kerl, der ins iPhone den Headphone-Check und so gebaut hat. Der hat mit dem Kerl gesprochen und hat für den das Ding gekauft und der hat diesen WonderStick dann gemacht. Aber wie kann man mitmachen beim Gewinnspiel? Einfach Ausrufezeichen und Enter eintippen. Dann könnt ihr mitmachen. Übrigens, die Verpackung davon sieht so aus. Ja. Nasenhaare würde ich... Also, ich glaube, wenn die lang genug sind, dass sie sich drum wickeln, dann funktioniert das mit den Nasenhaaren, weil dann reißt es aus, aber empfehlenswert ist das bestimmt nicht. Aber ich habe was ich euch empfehlen kann. Hier, warte mal. Und es gibt auch China USB-Tester und der funktioniert erstaunlich gut sogar auch ohne Shit. Ja, ohne Shit. Warte mal, pass auf. Willkommen an die neu dazugekommen sind auf YouTube. Jo. So, also ich zeige euch mal, dieser USB-Tester, den ich mir geholt habe, der ist klasse, der kostet 1 Euro. Und ja, ich weiß, wie alle rumranten, sie haben auch recht, Wish ist scheiße. Aber manche Sachen, wie das Ding hier, warte mal, ich nehme mal hier mein Tablet, mit dem ich hier den Stream steuere. Nee. Chippe. Jetzt nur nicht den Stream ausschalten beim Probieren. So. Muss ich sie noch einschalten, das habe ich nämlich vergessen. Oder? Oder? Nee. So. Und dann sieht man, und das Witzige ist, das Ding funktioniert halt echt. Es gibt hier komplett die Anzeige und kostet gerade nochmal 2 Euro mit Versand. Also, nicht alle China-Gadgets sind scheiße. Ich könnte mal wieder ein Video drüber machen. Oder ich sollte wahrscheinlich sogar mal wieder ein Video drüber machen. Okay. Es gibt andere Leute, die ranten da jetzt sind hier. Aber ich hab sogar alle Kisten hier voll mit China-Gadgets. Ohne Scheiß. Aber was haben wir denn hier noch? Wer das kennt, ist auch ein China-Gadget. Beater HDMI-Adapter. 480p zu HDMI mit Audio-Out. China-Gadget. Was haben wir noch? Also, das geht way deep. Levels deep geht das hier. Warte mal kurz. Im letzten Mal gezeigt, China Gadgets Linsen. Hier, ich zeig's nochmal im Stream, was ich super lustig fand. Wenn ich das auf meinen. Wenn ich meine 920C anklicke, seht ihr mal den Weitwinkel, seht ihr? Ihr seht sogar ausnahmsweise mal den Hintergrund. Ach, die Clip-Ding fürs Handy, ja. Ja, aber China Gadget, 1 Euro. Funktioniert erstaunlich gut. Ja, ich mag das nicht, dass das die Kanten so ausblendet. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen scheiße. Dafür habe ich jetzt noch eine zweite Linse. Ich habe zwei davon. Was macht denn die? Ist die besser? Die ist sogar viel schlechter. Jetzt haben wir Fisheye Optik. Mhm. DJ.
Es gibt für Smartphone keine wirkliche, also keine Linse, die Ränder nicht croppt. Ja, die sind alle so. Also ein bisschen Weitwinkel kriegen sie hin, aber der Rand ist dann immer beschissen. Ich find's halt erstaunlich, dass das so gut geht. Warte mal. Ich meine, das ist trotzdem erstaunlich, dass das so gut geht. Auf einer Logitech-Webcam. Sieht halt scheiße. Einfach draufgeklipst, oder was? Ja, einfach draufgeklipst. Oh. Lol. Funktioniert. Die Welt ist kaputt. So, was haben wir noch? Zocker, not enough für Viewing Hours. Ja. Muss man für den Pro-Controller von der Switch sich extra noch einen Adapter zuholen, um es zu verbinden? Nein. Keine Ahnung, hab keine Switch. USB-C direkt anstecken. Hast zwei. Waren die teuer, meines Willen? Wahrscheinlich. Die haben 1 Euro gekostet. Close enough und so. So. Ach übrigens, China Gadgets. Hier, Kamera. Sie ist eine Full-HD-Kamera, die über RTMP den Stream abgreifen kann bei 30 Frames, die 15 Euro kostet. Mit Audio und Infrarot. Achso, Überwachungskamera. Ja. Die kannst du auch als Webcam nehmen, geht über RTMP-Stream. Im letzten Livestream habe ich die genommen, ist keinem aufgefallen. Okay. Oder auch gut. China-Gadget. Habt ihr bestimmt gesehen im Badezimmer-Overclocking. Das hier ist ein ganz normales Spannungswandlerboard. Es macht 12 Volt aus Steckdose, kostet 4 Euro, hat ein drehbares Potentiometer für die Ampere und gute Kabos. Na gut, da kann jetzt nicht jeder was mit anfangen. Das stimmt. Aber hey. Ja. Ich sag mal so, es gibt ziemlich viel coole China-Sachen. Ja, als Emulator zu nutzen? Nein. Nee, es gibt keinen Switch-Emulator. Nein, es gibt keine. Wie heißt das Board? Boardname. Citra-Emulator geht bis zum 3DS hoch. Das, aber mehr können die nicht, glaube ich. Das Board heißt EPS-15R6. So. Ich verlose. Wird ein Mainboard mit 2600K verlost, also CPU plus Mainboard. Was noch? Am auf. Also ich tue im Moment nichts verlosen, außer unserem Giveaway, das jetzt nicht antwortet. Wer okay. Hat denn da meine Bots ausgeschalten? Ah doch, auf YouTube hat er geantwortet. Ah, jetzt. Also es ist ein 2600K plus Mainboard plus 32 GB RAM. DDR3. Hey, danke fürs Followen. Da ist ein Follow. Ja, yeah, no Follower. Yeah. Ja. Schön. Jo. Das wird's dann für heute auch mal wieder gewesen sein. In 10 Minuten sind wir auch schon wieder raus. Mhm. Demnächst machen wir weiter. Und demnächst, im nächsten Livestream werde ich auch mal anquatschen. Home Automation. Ihr kennt doch bestimmt diese tollen Wi-Fi-Sockets. Hier so, dass ich alles hier, die Lichter und Alexa und bla und gekoppelt habe. Aber das ist auch praktisch mit eben Steckdosen, wie den Hintergrund. Den habe ich das letzte Mal schon an- und ausgeschalten. Das ist so praktisch und ihr könnt die Dinger selber flashen. Das heißt, ihr habt ja bestimmt mitbekommen, dass mittlerweile Ausrahmenlichter und so weiter Leitefeinde mehr gibt. Übrigens schön, dass Dennis, die Fernbedienung brauchst du eigentlich gar nicht mehr. Wieso? Mhm. Weil du kannst die Fernbedienung aufmachen. Das, was da drin ist, ist einfach nur ein 525 MHz Empfänger. Da gibt es einen Adapter für einen PC und dann kannst du es an den Rechner anstecken und kannst es mit Home Lab oder mit Smart Home kannst du das daheim steuern. Sogar mit Sprache. Da brauchst du die Fernbedienung. Ich habe jetzt aber alle Lichter auf dem Ding drauf. Ja, aber du brauchst das Ding nicht mehr, weil du kannst alle Knöpfe einmal drücken und der PC-Receiver nimmt es aus und du kannst es dann überall drauflegen. Keyboards, was auch immer, Handy, App. Ich hasse Fernbedienung mit Batterien. Muss der PC an sein? Nein, muss er nicht. Du kann, weil das musst du nur einmal aufdingsen und jedes Handy kann Infrarot. Hm, okay. Würde es sich lohnen, einen Schutz für zu Switcher bestellen? Ja, auf jeden Fall, wenn du es unterwegs hast. Ja, ich meine 433, sorry. Ihr wisst, was ich meine. Generell Elektrogeräte, die du viel unterwegs mitnimmst, Laptop,
alles mögliche Handy, immer Schutzhülle drum. Auch wenn das Ding hübsch aussieht und der Designer sich eigentlich den Kopf drüber zerbricht und ja, Geld dafür kriegt, das Ding hübsch zu machen, trotzdem immer Hülle, dann hast du länger was davon. Wir haben eine Spende. Hast du einen Körper? Ach, ja, wie geil. Wie geil. Hi. Schön. Oh, gleich eine neue Grafikkarte für mich. Ey, das ist cool. Das ist cool. Schau mal hier unten, hier siehst du die Stromrechnung. Die da. $5. Die Stromrechnung haben wir schon 9 von $100. Weil ich ja monatlich 100 Euro Strom zahle. Deswegen. Danke. Das müsste dir auch einige Punkte gegeben haben. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Übrigens, wer es nicht weiß, ich zeig's jetzt einfach mal, weil die Leute übersehen das immer, glaube ich. Witzige Geschichte, ich habe einen Spreadshirt-Shop. Ja, wir haben einen Spreadshirt-Shop. Und das ist noch aus den frühen Tagen der Pink Army und so weiter. Und es ist ja eigentlich schön, dass wir das haben. Alex, noch eine Frage, warum bezahlst du Stromrechnung in Dollar? Weil ich es noch nicht umgestellt habe. Ich habe nicht also, immer so viel Zeit. Der Stromanbieter will keine Dollar von uns haben. Ja. Sondern einfach nur umgestellt. Also nicht umgestellt. Mhm. Also es gibt, falls ihr es euch interessiert, ich schreibe mal rum, gibt es einen Geekfreak-Shop hier unten. Und das Schöne an dem ist, wupp, es hat noch nie jemand was gekauft. Der einzige Kunde bis jetzt bin ich. Ich habe viele Designs gemacht. Also unser Lonesome Wolf, dann das Logo, Trinkflaschen, Handyhüllen. Ich habe so viele coole Designs gemacht damals. Hier. Für Pullis und Pink Army und so weiter. Und das gibt es nicht nur hier, sondern das. Wir haben ziemlich viele Produkte. Ne? Sogar sehr, sehr viele. Also nicht nur die hier, sondern Hoodies, Putzen, Mützen, Pullis. Die coolsten Sachen sind jetzt, glaube ich, sogar versteckt. Schade, aber halt richtig schöne Sachen. Auch für Babys und Accessoires und Buttons und was ich alles nicht da reingepackt habe. Aber es hat noch niemand was gekauft. Es ist jetzt keine Animierung zum Kaufen. Ich meine, jeder holt sich, was er sich holen will oder was nicht. Aber ich wollte es einfach mal erwähnen. Es ist irgendwie voll schade, dass mein größter Kunde eigentlich immer nur ich bin. Ich sag's nur, wenn es euch interessiert, sind ein paar schöne Sachen dabei. Auf unserer Homepage könnt ihr gucken. Da findet ihr das, wenn ihr wollt. Wie viel GB sollte eine Mikrostrecke reicht? 64 GB? Ja, es kommt darauf an, für was? Für ein Raspberry Pi reichen dir auch 16 GB. Willst du filmen, brauchst du 128. Für Fotos reichen 32 aber auch. Und wenn du es in der Switch haben willst, dann nimmst du so groß wie geht. 512 GB reichen gerade mal, weil du wirst ja alle Spiele draufpacken. Genau. Größer ist immer besser und so eine Hat der gerade schon wieder gespendet? Hat er schon wieder? Ach, echt? Warte mal. Ja, der hat schon wieder 5 Euro da gelassen. Wie geil. Hat jemand so viel Geld? 14 Euro. Das ist scheißegal, das ist cool. 14 Euro für den Strom. Ich freue mich über sowas wirklich. Ey, das ist für alle, die es nicht wissen, ich lebe im Moment auf Elterngeldbasis. Das ist nicht viel. Und ich beziehe im Moment Wohngeld. Das ist nicht viel. Und ich beziehe Kinderzuschlag. Das ist immer noch nicht viel. Und der Witz ist, Wohngeld und Kinderzuschlag und das ganze Zeug wurde mir eingekürzt, weil ich YouTube mache. Ich bin natürlich ehrlich und melde mein Einkommen als Nebengewerbe an. Und deswegen habe ich gleich nochmal 30 Euro von nix verloren. Das macht mir nicht alles für Kinder und Familie. Oh Mann. Es gibt Möglichkeiten, wenn du was spenden willst, Jakob Fülle, entweder über Streamlabs, Tipps hier, ne? Du kannst hier, guck mal, also wenn du willst, musst du nicht, kannst du hier machen. Aber es geht auch ganz einfach, du kannst auch Patreon werden, wenn du Patreon werden willst. So habe ich auch. Oder kaufst ein T-Shirt, kannst du auch machen, auch mit Kreditkarte oder gar nicht. Oder nimmst Klaus von Mama. Nein, ich mache nur Blödsinn. Muss keine. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Könnt ihr auch von Vater klauen. Kein Problem. Außerhalb der Elternzeit mache ich YouTube. Aber wenn ich nicht in Elternzeit bin, dann bin ich Mediengestalter beim Fernsehen. Und mache Bildregie. So wie ich das hier mache.
Ich weiß nicht, ob ihr das kennt und ob das jemand so benutzt, aber ich kann euch mal zeigen, wie das aussieht. Das ist eine der letzten Sachen, die ich heute mache. Also wenn das euch interessiert, dann kann ich euch zeigen, wie das aussieht. Dann klappe ich mir hier die Webcam. Und dann so. So sieht es dann bei mir auf der Arbeit aus, nur mit viel, viel mehr Monitoren. Ja, guckst du. Nö. Und hey, Paul Heiden, schön für dein Abo. Danke. Und eigentlich könnte ich auch noch viel mehr machen. Ich habe schon mehr Kameras und mehr Einstellungen vorbereitet. Seht ihr im Hintergrund. Die funktionieren auch schon, aber nicht heute. Keine Zeit. Das wollte ich heute einfach nicht machen. In den nächsten Dingern wird es dann viel mehr abgehen. Und dann werde auch diese Umfragen und das ganze Zeug werde ich richtig laufen lassen. Und ich werde es auch wunderschön laufen lassen und die Dinger durch und so weiter. Es wird alles viel besser. Beim bekannten Sender, ja, wenn du Börsennachrichten guckst, ja. So. Okay, dann hole ich mir die 128er Karte, finde ich gut. 30 Euro ist super günstig, SanDisk ist schnell genug für die Switch. Brauchst keine UHC 3. Danke für den Sub. Ich liebe diese Nicknamen, die keiner Mensch aussprechen kann. Ja. Und was macht ihr heute alle noch so? Schon Bettchenzeit. Bei mir so langsam. Ich muss dann auch erstmal wieder runterkommen, aber es ist schön. Schau mal, wie lang und stabil der Stream mittlerweile ist. Hätte ich nicht gedacht. Ganz gut. Seitdem der RAM-Riegel draußen ist, haben wir kein Problem mehr, ne? Mhm. Technik. Ja, dafür wird es bei den nächsten Streams vielleicht nicht mehr so schlimm werden. Ja. Wenn ich bei mir alles zum Laufen kriege, können wir mal einen Game-Stream machen auch. Game-Streams sind eigentlich auch immer cool. Können wir ja abstimmen lassen, was für Spiele wir spielen, je nachdem, was wir halt haben. Haust du dich rein, Moritz? Mhm. Jo, bitte. Gaming würde ich auch gerne mal wieder machen. Jo. Ich komm ja nicht dazu. Mhm. Der RAM-Riegel hat nicht unseren Test beeinflusst. Bin ich mir ziemlich sicher. Also ich habe vorhin mal mit dem Lukas vorher Zeug getestet und nein, ich glaube nicht, dass der den Test beeinflusst hat. Das, okay. So viel Auslastung war da noch nicht. Ach, übrigens, apropos China-Gadgets. Wer sich noch an das Video zum RCM-Load erinnert. in EP auf entspannt trinken und einen Stream gönnen und schließen auf Unge seinen Stream. Der streamt, ach ja gut, die streamen ja alles ja Corona-Zeit. Gut. Unge streamt da jeden Tag. Ich bin alt übrigens, ne? Also nochmal, Jakob Fülle, ich bin alt und auch an Dennis und falls ihr das wisst, für mich erschließt sich's nicht, weil ich so alt bin. Ich bin ja so ein Rentner alt und nicht mehr on top of the Szene hier. Wahrscheinlich auch zu langsam für Fortnite, das reicht gerade nochmal für Silber 4 in CSGO. Jakob Fülle, mein Freund, dein Nickname hat nichts zu tun mit deinem Bild. Dieses komische A habe ich jetzt überall gesehen und wer mag mir erklären, was das ist? Keine Ahnung. Dieses komische Zeichen haben x verschiedene Menschen und ich habe keine Ahnung, was es heißt. Ich würde mich echt freuen über eine Antwort, weil irgendwie jeder dieses Icon hat mittlerweile als Bilddingens. Und ich versuche zuzuordnen, immer anhand des Bildes, wer schreibt. Und dann haben auf einmal alle dieses A auch in den Kommentaren bei uns und ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich werde dieses Jahr 30, mein Freund. Das ist uralt. Hm. In jungen Gamerjahren. Oh ja. Ja, also ich bin ja schon Grand-Grandpa. Mhm. Ich kann schon die Tage zählen. Ja, die Gebrechen werden nur schlimmer. Irgendwann, weißt du, es ist wahr, wenn man sagt, früher hat man einfach nur ein linkes und ein rechtes Knie gehabt. Jetzt hat man ein gutes und ein schlechtes. Ja. Oh, Flug nicht schlecht. Kann man auch machen, die alten Folgen. Wobei sie in der Nostalgie besser waren. Weird, aber. King of Queens, sehr gut. Mhm. Okay, muss man für ein Gewinn. Das musste man für ein Gewinnspiel reinmachen. Ein Gewinnspiel von einer Grafikkarte. Palit also. Deswegen haben es alle Leute gemacht. Okay, das ergibt Sinn. Du wolltest eine Palit-Grafikkarte gewinnen. Und alle haben das halt gemacht dann, was sie gewinnen wollten. Oh, wie süß. Na gut.
Ja. Nee. Und hast du gekriegt? Anonymer Pinguin hat's auch, also glaube ich nicht. Mhm. Ah, Gewinnspiel gekriegt. Klickster, dass ein Bild kam von ihm, er macht ein Gewinnspiel mit einer Zahnkatze-Tier und man sollte ihn dann so mal. Ah, so, okay. Klickst an, nicht Palit. Ich bin 39, ist für mich nicht alt. Nö, für mich sitzt 30 auch nicht alt, aber für alle anderen ist es schon irgendwie alt. Vor allem, wenn ich in den Kommentaren lese, alter Mann. Ja, ich bin im Innern 12, also. Ja, sind wir doch alle. Ja. Doesn't help. Der Körper altert. Virtualisierung. Ich werde nicht mehr leben, aber vielleicht mein Kleiner, ich mal, was ich meine. Einfach das Bewusstsein in einen anderen Körper setzen, alles klar. Ja, wir sind nur limitiert durch unseren Körper. Was mich wieder zu der Empfehlung des Abends bringt, schaut euch Alter Carbon an. Und Black Mirror. Ja, gut. Also zum Einschlafen immer ein bisschen so. Finde ich super. Das Gewinn. Ah, es geht bis 20. April. Cool. Mein Gewinnspiel geht bis letzten Tag im April. Das heißt, ihr habt noch Zeit zu gewinnen, das Mainboard? 4,5 Wochen. Das ist, glaube ich, nochmal gut. Also nochmal, wer es verpasst hat, ich weiß ja nicht, wie viele es ist. Ich meine, es schauen zwar 40 Leute zu, aber es irgendjemand wird schon verpasst haben. Ja, also. Und keine Gewähr auf das Datum, je nach Corona-Status, können wir es natürlich dann, wenn die alle tot sind, nicht mehr ausliefern, ist klar. Ja, also. Das ist Post, ich habe keine Ahnung, aber wir werden es hinkriegen. Schlimm waren also, die alten Livestreams. Post gibt, dann machen wir das. Wer erinnert sich noch an das Silvester-Livestream-Gewinnspiel, wo wir tausende Sachen per Post geschickt haben und haben allein 80 Euro Versand gezahlt am Ende? Ui. Mhm. Alles gar nicht mehr. Ja, Ultima habe ich auch noch. Aber spielt halt keiner mehr. Ich spiele auch noch das alte Diablo. Ja. Neulich hast du wieder angefangen. Der Auflösungspatch geht nicht, aber sonst ist cool. Jo, ich bin müde. Dennis, du auch müde? Das geht. Das heißt, ich werde mich jetzt mal so langsam wieder rausschmuggeln. Und ihr könnt weiter fleißig abstimmen. Ihr habt noch insgesamt 10 Minuten Zeit. So lange lasse ich den Rechner noch ein. Dann könnt ihr noch abstimmen. Ach, das Ende von Mr. Robot war super übrigens. Reloaded hier. Also ihr könnt auch noch entern und teilnehmen und Blödsinn machen. Und dann wünsche ich euch was. Nächster Stream nächste Woche, Freitag oder Samstag, wie immer jetzt. Also ich schaue das, ich habe es mit der Frau ausgemacht, also sage jetzt einfach mal, wie immer jetzt. Und wir schauen dann mal, wie wir Tage machen. Genau, und ich lasse euch noch ein paar Abstimmungen laufen, was für Themen ihr euch das nächste Mal wünscht. Das könnt ihr dann auch schön drunter posten. Und diesen Stream könnt ihr euch... Könnt ihr in die Kommentare hauen, was für Spiele ihr spielen oder Spiele ihr sehen wollt, damit wir eine Auswahl haben. Ja, hier übrigens, ich warte heute noch auf den Zitzack, Max Dax, darauf gehe ich gerade noch ein, dieses Zitzack-Gewinnspiel, genauso wie das iFixit-Gewinnspiel. Riesenproblem. iFixit hat nicht mehr geantwortet gehabt. Auf meine Mails. Und das Zitzack-Gewinnspiel, Gamerwares hat auch nicht mehr geantwortet. Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Und einzelne Minikissen wollte ich nicht verschicken. Also habe ich das Ganze dann eingemoddet. Sobald ich was bekomme, was ich verschicken kann, werde ich es auch verschicken. Aber die haben nichts mehr geschrieben. Ich glaube, das waren Köderaktionen. Kann ich natürlich nicht beweisen. Apropos, wenn ihr euch diesen Stream hier angucken wollt, könnt ihr das nur auf Twitch machen, weil YouTube nicht gespeichert wird, weil es so oft korrumpiert ist heute. Die nächsten werden flüssig laufen. Hier läuft anscheinend jetzt wieder alles flüssig. Das heißt, die nächsten gibt es auch als Aufzeichnung zu sehen. Und in diesem Sinn könnt ihr ja schon mal für nächste Woche weiterempfehlen. Mir fallen bestimmt noch ein paar ganz gute Themen ein, die nicht nur Unraid-relevant sind. Natürlich. Ja, ich meine, mir fällt, ich mache meine Ideen noch auf Zettel. Also ich weiß gar nicht mehr, ob man das lesen kann, aber nee. Ja, ich mache meine Ideen noch auf Zettel. Und das ist auch sowas, was ich testen will. Thumbnail-Tests und so. Und lauter so Zeugs, aber das kann ich euch ja im nächsten Livestream mal zeigen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Genießt es, dass so schön ruhig ist, da kann man ruhig schlafen. Und schaut noch was Schönes an und jo, das war's mal. Und dir auch, Dennis, noch eine schöne Nacht. Willst du noch was sagen? Wünsche ich euch auch einen schönen Abend und bleibt alle gesund.
Das ist die Hauptsache. Genau. Und wenn ihr wollt, kann ich euch auch mal zeigen, eine kleine Schnittschule oder wie man Photoshop was animiert und so weiter. Dafür gibt es demnächst einfach eine Umfrage, die starte ich morgen für Inhalte und dann können wir das mal zusammenarbeiten, was euch richtig interessiert. Heimnetz-Video wird auch kommen, dediziert, genauso wie Android-Video dediziert, aber das wird dauern, weil wir sind ja hier in Quarantäne, ich kann wenig besorgen, Amazon-Lieferzeit sind ewig. Ich habe keinen Carsten zur Unterstützung, weil der nicht mitdrehen darf, nee, das wird alles dauern. Ja. Aber das kommt, wie immer. Ich wünsche euch noch was, haut rein und ich wünsche euch einen schönen Abend und Wiedersehen und bla und auf Wiedersehen und nochmal auf Wiedersehen. Habe ich schon mal auf Wiedersehen gesagt? Ich denke schon. Tschüss. Ja.